Osterglocken, Osterglocken, Osterglocken. Es ist der Frühling da. Yes! Und wisst ihr, was das Tolle ist an dem Frühling? Es ist immer so eine Überraschung, was aus dem Boden kommt. Und wir werden jetzt auch gleich eine Überraschung überreichen. Let's go! Wünsche erfüllen! Hallo, ich bin die Andrea von der Dachzelt Nomaden Hilfsorganisation. Wir haben eine Überraschung für deinen Vater. Ist er schon da? Er ist noch nicht da. Oh Gott, wir überfallen den jetzt, ne? Hallo. Ich weiß, du hast keine Ahnung. Ich bin die Andrea von der Dachzelt Nomaden Hilfsorganisation. Und du hast eine Tochter, die heißt Gül, ne? Mhm. Und die hat einen Wunsch für dich eingereicht. Also, wir überfallen dich regelrecht. Ist okay. Ja? Darf ich deinen Namen noch wissen? Jens. Wir machen dir heute eine riesengroße Freude. Ich weiß, dass dir Werkzeuge und so fehlen. Und dann fahren wir gleich in den Baumarkt und dann gehst du shoppen mit uns. Mhm. Na ja. Ja? Pass auf, und ich sag dir jetzt, in welchem Wert das alles sein darf. Also bis 2500 Euro, ganz genau. Sehr große Überraschung. Die A ist ja hier ein bisschen entfernt von hier aus, ne? Das ist 500 Meter. Ah, 500. Aber trotzdem hat mehr als 2,5 Meter hier am Haus. Doch, 2,5 Meter. Also mit der Erdgeschoss war drin, am Fenster mit der. Das könnte man gar nicht vorstellen. Ich dachte, ich bin im Meer drin. Ne? Fließende Wasser. Kriege ich Angst gehabt. Wann ist dir klar geworden in der Nacht, dass da jetzt Meer wird draußen? Ich bin da an der A hingegangen, zum Gucken. Ja. Weil alle Leute da hingegangen. Dann sah ich, die A schon überflutet, dann bin ich nach Hause gekommen. Da habe ich keine Zeit mehr gehabt, irgendwas rauszutun. Da bin ich, ist ja mein Sohn und Frau, Autos weggefahren. Ich sag, ach, so weit, so viel wird das gar nicht sein. Wird das höchstens im Keller mal was reingehen. Warum Autos wegfahren? Dann sind die Auto weggefahren, könnte da aber nicht mehr zurückkommen. So schnell ging das. Und du warst hier? Ich war mit die zwei kleinen Tochter hier. Ja, habe ich auch nur vom Fenster rausgeguckt. Mir könnte ich auch nichts machen. Also das war ehrlich gesagt ganz schön schlimm. Das wünscht keiner. Mir könnte keiner mehr erreichen. Das Telefon war ja alles aus. Strom, kein Strom, nichts mehr. Alles im Dunkeln. Und wann hattest du wieder Kontakt zu deiner Frau? Und nächsten Tag um 9 Uhr oder 10 Uhr so rum. Und dann habt ihr erstmal das Chaos gesehen. Ja. Wusste mir gar nicht mehr, was oben mir anfangen soll. Wie hast du das dann erlebt am nächsten Tag? Warst du da erstmal mit alleine oder wie war das? Nee, der erste Tag war mir schon allein. Mhm. Danach kam der zweite Tag, kamen erstmal Arbeitskollegen. Ganzer Hof war ja alles voll. Einfach haben wir ganze Keller weggeräumt, dann kamen viele andere Helfer noch dabei. Also aus Frankfurt, aus Wiesbaden, was weiß ich, überall kommen. Gott sei Dank war dann genug Helfer da. Da haben wir vor uns zu Hause ist die große Wiese, alles dahin. Da waren auch natürlich hunderte Autos da, alles zugeschüttet. Auf Autos, egal was. Mit Bagger einfach drauf. Da konnte ich die andere Seite nicht mehr sehen. War bestimmt 5-6 Meter hoch, so viel Schrott, Autos waren da. Ich habe mich sehr gefreut, dass immer so viele Helfer kamen. Wenn ich mal höre, in einem passiert sowas, hört ich auch direkt ein. Und dann ist natürlich auch in der, ich glaube, Garage oder keine Ahnung, wo das Werkzeug war? Oder wo war ja, das? Im Keller. Der Keller war ja voll. Ich bin ja beruflich Schlosser. Ne? Ich komme ja. Ja, da habe ich alle Werkzeuge gehabt. Voll. Jetzt unten ist da noch viel zu tun oder seid ihr jetzt? Nee, unten ist auch schon alles repariert. Hier dieser Boden ist auch alles hochgegangen. Ne? Oben, sogar bis zum Dachgeschoss ist feucht geworden. Wenn wir irgendwas ein bisschen zudecken, also zusperren hier, dann wird direkt feucht. Wahnsinn. Ist immer noch Feuchtigkeit drin.
Also ich finde es jetzt total toll, dass seine Tochter diese Idee hatte und hat die Wünsch dir was Aktion entdeckt. Hat mich richtig gefreut. Wenn das für dich okay ist, würde ich einfach sagen, wir fahren mit dir dahin, wo du jetzt möchtest, und dann besorgen wir dir wirklich gute Dinge, weil deine Tochter war leider etwas überfordert. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt ganz anders. Wir holen einfach deinen Vater ab, gehen in den Laden und gehen shoppen. Ja. Was ist das? Nassen Trockensauger, Kapierungsjäger, Kehmaschine. Eine Tischkreissäge. Schleifer. Schleife. Trockenreiniger. Stichsäge. Wir haben ein Set. Akkuschlagbohrmaschinen-Set. Schraubenset. Eiskleber. Stichsägeblätter. Holzsägeblätter. Steinbohrer. Holzbohrer, Metallbohrer. Schleifscheiben, Kreissäge, Blätter. Auto ist voll. Okay. Auto ist davon voll. Danke für eure Spenden übrigens da draußen. Ja, genau. Ich danke euch. Große Überraschung von meinem Tochter.